Das himmlische Licht von Ludwig Rubiner. Kamerad, Sie sitzen in Ihrem Zimmer allein, unter Menschen schweigen Sie still. Aber ich weiß meine stummen Kameraden, 100.000 auf der Welt, zu denen ich reden will. Wir waren noch klein, da erhob zu uns die Erde ihr bergiges Schmerzensgesicht. In unserer Zehen bebte fernes Gelend von Sturz und Strudel ums Licht. Die Menschen in schlaffer Geilheit und träg liebten die Erde nicht mehr. Aber die Erde schrie, wir hörten sie nicht, und sie donnerte Zeichen her. O mein Freund, glauben Sie nicht, was ich Ihnen sagen werde, sei neu oder interessant. Alles, was ich Ihnen zurufe, wissen Sie selbst, aber Sie haben es nie aus rundem Mund laut bekannt. Sie haben es zugedeckt. Ich will Sie erinnern, ich will Sie aufrufen, denn Gott rief die Erde für uns alle auf. Seine Stimme hauchte aus dem Untermeervulkan, der in der Südsee in die Luft flog. Die kleine Kraterinsel Krakatau stieß den brennenden Atem Gottes aus der Erde. Explosion. Der Ozean spritzte über die Erde, unvergessen in 30 Menschenjahren. Neues Menschengeschlecht, und das Jahrhundert war lang zu Ende. Aber aus dem Pazifik brannte der Feuerwind des Krakatau in unsere Herzen.